Ja, die GroKo will Flüchtlingskinder aufnehmen. Ist das gut? Ja, sehen so harmlos aus. Aber unsere Politiker sind nicht naturwissenschaftlich genug ausgebildet, um zu verstehen, dass so eine Entscheidung, und wir müssen bei der bisherigen Praxis davon ausgehen, dass diese Kinder, wenn sie einmal da sind, nie wieder Deutschland verlassen werden. Und dass wir uns klar sein müssen, das, was die Politiker naturwissenschaftlich nicht sind. Diese Kinder entscheiden dann darüber, ob Deutschland und Europa kaputt gehen oder ob sie aufblühen. Und da haben unsere Politiker wohl nicht ausreichende wissenschaftliche Vorbildung. Was so harmlos aussieht, kann ganz Europa zerstören. Es war jetzt schon so, in den letzten Tagen hatte man den Eindruck, als wäre die Politik zur Vernunft gekommen. Hätte gesagt, okay, Europa ist ein Staat wie Australien, wie die USA, wie Kanada. Und da verteidigt man seine Außengrenzen mit Waffengewalt gegen alle möglichen Überfaller, Eindringlinge, und so weiter. Diebesbanden oder was auch immer nach Europa kommen will. Egal ob bewaffnet oder unbewaffnet, mit Steinen bewaffnet, Steine werfend und Gegenstände werfend, Feuer anzündend oder mit Maschinengewehren, da muss eine starke Abwehrreaktion an der Grenze erfolgen. Man dachte, die Politiker wären zur Vernunft gekommen. Und würden sich verhalten wie jeder andere Staat auf der Erde auch, wie jeder vernünftige Staat auf der Erde auch. Nein, Europa muss kaputt gehen. Ne? Dann dachte man vielleicht am Beispiel von Boris Johnson und seinem neuen Einwanderungsgesetz, das nur Hochqualifizierte zulässt. Jetzt würde Europa vielleicht auch auf einen vernünftigen Kurs kommen. Und jetzt so etwas, ja, sozusagen. Denn jetzt gehen wir da mal naturwissenschaftlich ran. Ja. Ich habe es schon so oft erklärt, aber ich mache es gern nochmal, weil offensichtlich die Menschheit das tausendmal erklärt kriegen muss, weil sie es einfach nicht wissen. Der größte Irrtum der Linksextremisten, der Linksradikalen, die irgendwelche pseudokommunistischen, pseudosozialistischen und pseudo-planwirtschaftlichen Tyranneien, Diktaturen zum aufbauen möchten und sich selber bereichern möchten auf Kosten derer, denen sie einen echten Kommunismus oder Sozialismus versprechen, aber in Wirklichkeit, was sie in Wirklichkeit machen, ist dann eine Tyrannei, in der sie die Leute, die im guten Glauben mitgeholfen haben, abzocken. Ja? Darum geht es. Und diese verbreiten eine völlig in unrealistische Ideologie und haben die alle damit infiziert. Nämlich die Ideologie heißt, gebt mir irgendein Kind, das ist die Tabula Rasa-Ideologie, die es mal in der Psychologie, die ein Vertreter der Psychologie mal gebracht hat, gebt mir irgendein Kind, irgendwelche Kinder und ich mache aus euch, aus denen lauter absolute Genies. Das war die Idee, als ob so ein Kind eine völlig unbeschriebene Tafel wäre, die Tabula Rasa, die gewischte Tafel, die saubere Tafel. Und auf die könne man nun schreiben, was man wolle. Und dann würde das Gehirn des Kindes unheimlich schnell und unheimlich sauber und präzise arbeiten und es ein Alleskönner werden. Ne? Die wissenschaftliche Forschung hat genau das Gegenteil ergeben. Ein Kind, kein Lebewesen ist eine Tabula rasa. Es hat
unheimlich viele Begrenzungen. Das eine Kind hat die, wenn es klein ist, hier so ein kleines unscheinbares Ding, das könnte jetzt hier die Genetik haben für einen 2,30 Meter Lulatsch oder es könnte die Genetik für einen 1,40 Meter Zwerg haben. Genauso kann das Gehirn hier, was hier im Köpfchen ist, die Genetik für die Konstruktion des Gehirns kann auch bei allerbester, bei super Unterricht, nehmen wir mal an, die Bildungsqualität wäre das Beste, was die Welt zu bieten hätte, an Anregungen schon von klein an und Bildungsaspekte und so weiter. Aber die Genetik, die DNS, das Genom, das die Gehirnfunktion steuert, wäre hier angesiedelt. Dann können Sie mit der besten Bildung es vielleicht, also wenn das Kind hier angesiedelt wird, können Sie mit der besten Bildung es vielleicht schaffen, dass das Kind hier landet, von seiner beruflichen Qualifikation und seiner Leistungsfähigkeit und so weiter. Aber Sie können es niemals dahin kriegen. Wenn Sie ein Kind haben, das mit dieser Genetik geboren wird, das können Sie dazu, mit ganz tollem Bildungsangebot dazu bringen, ein Stück sozusagen. Die seriösen Wissenschaftler tendieren dazu, etwa 80% der Variationen in der Normalverteilung der bezüglich der Intelligenz sei genetisch bedingt und 20% der Varianz umweltbedingt. Die extremsten linkslastigen Pseudowissenschaftler sagen, das sei 50 zu 50. Aber 50 zu 50 würde immer noch bedeuten, dass wenn wir hier ein Kind haben, das hier genetisch eine Intelligenzvorbereitung haben in diesem Bereich hier, also weit unterdurchschnittlich, das kann dann halt von mir aus dann durch Bildung so weit beeinflusst werden. Ja? Oder vielleicht so viel, ja? Aber trotzdem wird das nie da landen. Es wird also nie ein Genie werden und nie ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden können. Jetzt, was wissen wir, diese Flüchtlingskinder, die Bundesregierung und die GroKo nach Europa bringen will? Und diese werden dann wieder ganz viele Kinder kriegen und die dann wieder viele Kinder. Was wissen wir denn? Liegen die denn jetzt von ihrem genetischen Voraussetzungen, liegen die denn hier, was unser Land enorm bereichern würde und uns tolle Schüler bringen würde, die dann tolle Berufe ausführen und tolle Innovationen entwickeln und würde uns konkurrenzfähig machen, während Europa schon fast abgehängt ist, schon auf dem Weg, auf dem Kurs Lebensniveau Afrika ist sozusagen. Würden wir dann aufblühen, würden wir wirtschaftlich endlich wieder mal ein bisschen mithalten können, sozusagen unsere Wanderdüne würde nach rechts laufen, weil wir würden wieder kompetenter werden. Was ist aber, wenn diese Kinder durchschnittlich hier von der Genetik her liegen und dann bieten wir ihnen ganz tolle Bildung und sie landen dann hier, dann handelt es sich immer noch um unterdurchschnittliche Kinder, die dann also dazu führen, dass die Normalverteilung und der Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft nach links verschieben würde. Das würde bedeuten, wir würden uns noch schneller dem Lebensstandard von Afrika nähern mit 1 Euro am Tag für die Rentner. 1 Euro am Tag für die Rentner, nichts mehr mit menschenwürdige Rente und so weiter und ein Gehalt, von dem man leben können muss. Nein, dann gibt es 1 Euro am Tag für jeden, ja? Das ist das, was unsere Zukunft ist. Vielleicht 3 Euro am Tag für jeden, 2 Euro am Tag für jeden. Mehr ist dann nicht mehr drin, ja? Weil wir sind jetzt schon, Europa ist jetzt schon abgehängt, ja? Deswegen, ich würde doch als Wissenschaftler niemals das Risiko eingehen, wenn ich Kinder habe, bei denen ich nicht weiß, was für eine Genetik in ihrem Gehirn schlummert. Wir sehen doch den Kindern nicht an hier. Sie können doch nicht sehen, was für eine berufliche Qualifikation als Möglichkeit, als Potenzial in diesen Kindern steckt. Ja, das können wir denen doch nicht ansehen. Kinder sehen fast alle sehr hübsch und sehr lieb aus für unsere Augen, weil wir sind ja im Sinne des Kindchenschemas darauf geprägt, die alle süß und aufgeweckt zu finden. Aber
viele Kinder, schon 15 Jahre später, wird aus dem Kind vielleicht ein äußerst primitiver Schläger und Gewalttäter, der nicht bis drei zählen kann, der nicht richtig sprechen kann und nicht lesen und schreiben kann und der quasi dann dazu führt, dass das Deutschland immer schneller Richtung Lebensniveau Afrika mit 2 Euro am Tag Lebensniveau wird. Ne? 2 Euro am Tag, das würde bedeuten Rente von 60 Euro im Monat. Das ist das, was auf Europa wartet. Ja? Und das ist das Schicksal sozusagen. Ja, also von daher, ich will es nochmal zusammenfassen. Man hatte die Hoffnung, dass die deutsche Regierung, also ich muss auch noch einmal ganz klar sagen, natürlich aufgrund der besonderen Geschichte Deutschlands, muss Deutschland in der Nähe von Syrien ein großes Gebiet pachten und ein eigenes, solange ja mit der UNO irgendwie nicht richtig zu rechnen ist und das alles so schwierig ist und die anderen Europäer sowieso die meisten nicht wollen und so weiter, muss Deutschland wegen der besonderen moralischen Verpflichtung aus den Horrortaten der Zeit von 1933 bis 1945, muss Deutschland Menschen in Not helfen und das muss es machen, indem es in der Nähe von Syrien ein großes Gebiet pachtet und dort ein Lager einrichtet, in dem die Leute Schutz finden können und überleben können. Allerdings natürlich auf einem Level, das nicht dazu führt, dass die Leute sagen, in dem Lager lebt es sich besser als jemals zuvor in der Heimat, also bleiben wir dort 100 Jahre oder bauen auf Dauer unser Leben innerhalb des Lagers auf. So gut darf der Standard eben nicht sein, dass er solche Zugkräfte entfaltet sozusagen. Nein. Der Level muss so sein, dass die Leute geschützt sind, aber auch gerne wieder zurückgehen, wenn in der Heimat wieder es möglich ist, wieder zurückzugehen. Das ist die Verpflichtung Deutschlands und da gehören dann auch diese kleinen Kinder hin. Aber jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, da die Engländer machen es vor, die Australier, die Amerikaner, alle vernünftigen Staaten machen der Erde machen es vor, Zuwanderung, gerne Ausländer, jeder Ausländer der Welt, herzlich willkommen, keinerlei Rassismus, denn wenn jemand mit einer solchen Qualifikation kommt oder dem Potenzial für eine solche Qualifikation und da wir das Potenzial nicht feststellen können, dürfen wir nur Erwachsene reinhaben, die schon eine allein lassen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und die eine Qualifikation haben, die für den europäischen Standard auf diesem Niveau liegt, also deutlich überdurchschnittlich ist. Ja? Und wenn die dann Kinder bekommen mit hier in und sich, erstens diese Leute, habe ich schon so oft gesagt, werden sich von sich aus assimilieren, weil die so durch und durch anständig im Durchschnitt sein werden, dass sie sich assimilieren, nicht nur integrieren, sondern assimilieren. Die wollen mitleben mit den Bürgern hier. Und dann werden die auch gerne aufgenommen und so weiter. Und wenn die dann Kinder bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch wieder hier eine berufliche Qualifikation erwerben werden in diesem Bereich, ist wieder die größte Wahrscheinlichkeit. Es wird auch mal ein Kind geben, das dann hier landet, aber es wird auch Kinder geben, die hier landen. Also von daher, oder hier landen. Also von daher herzlich willkommen alle Erwachsenen, die eine tolle berufliche Qualifikation mitbringen, aber alles andere wäre der Selbstmord Europas. Und das haben schon Professor Hans-Werner Sinn hat das indirekt schon angedeutet, dass Europa auf dem absteigenden Ast ist. Alle möglichen Leute haben das schon ganz klar gesagt. Und so eine Entscheidung, also sozusagen ein Lotteriespiel zu machen mit der Zukunft Europas. Ja? Erfahrungsgemäß bis jetzt haben das die europäischen Regierungen nie geschafft, jemanden, auch nur eine Person wieder nach Hause zu schicken. Ja? Und jetzt so ein Lotteriespiel mit der Zukunft ganz Europas zu machen. Ja?
man ist sich nicht klar darüber. Man schaut im Spielfilm, schaut man Filme wie Aliens zum Beispiel. Ja, da sieht man, aha, ein einziges Alien, das reinkommt in die Kolonie, kann dann tausende Kinder bekommen und kann dann die gesamte Erde übernehmen. Ein Alien würde ausreichen sozusagen. Wir sehen also diese ganzen Alien-Reihe, ja? Das sehen wir und das verstehen wir irgendwie, ja, dass man da eben aufpassen muss. Aber man ist sich nicht klar, was wissen wir denn darüber, dass die, ob diese herzigen Kinder, die jetzt zu uns reinkommen, ja, ob die am Ende, obwohl sie bei uns erzogen werden und ausgebildet werden, obwohl, dass sich eventuell ihr Genom dazu führt, dass sie eben leider qualifikationsmäßig beruflich hier landen, obwohl sie die beste mögliche deutsche Bildung bekommen, landen sie am Ende qualifikationsmäßig hier. Und wenn aus irgendeinem Grunde da sie sich vielleicht dann doch mit der Geschichte ihres Herkunftslandes beschäftigen und mit deren Philosophie und deren Weltanschauung und dann ganz viele Kinder bekommen, und wenn das dann über ein paar Jahrhunderte läuft, dann kann es sein, dass aus diesen paar wenigen Kindern, wenn die sich mit den Ideologien ihrer Herkunftsländer beschäftigen, kann es sein, dass wenn die dann im Durchschnitt, sagen wir mal, ich übertreibe jetzt mal maßlos, 40, 50 Kinder pro Person bekommen und die Deutschen ein Kind pro Person bekommen oder die bisherige Bevölkerung, dann können wir jetzt mathematisch ausrechnen, wann die gesamte Bevölkerung im Wesentlichen aus den Nachkommen dieser Kinder bestehen wird, ja. Und solche Lotteriespiele zu machen, solches Risiko mit Europa, also mit der also die Politik spielt leichtfertig mit der Zukunft Europas, ja. Also, die Formel muss lauten, naturwissenschaftlich präzise muss die Formel lauten, Ausländer herzlichst willkommen, aber bitte nur mit einer beruflichen Qualifikation, die bewiesenermaßen und nachweislich von europäischen Unternehmen geprüft und nochmal nachgeprüft im persönlichen Kontakt eindeutig und weit deutlich überdurchschnittlich ist, sodass sich ein positiver wirtschaftlicher Effekt für die Position Europas im weltweiten gnadenlosen Wettbewerb abzeichnet, sodass wir dadurch leistungsfähiger und erfolgreicher im Wettbewerb werden und nicht bald sozusagen wir den Leuten sagen müssen, hier, liebe Oma, lieber Opa, liebe Leute, nichts mehr menschenwürdige Rente und im Alter würdig leben, nichts, 1 Euro am Tag, ja, 1 Euro am Tag Rente, fertig aus, 30 Euro im Monat Rente und Arbeitslohn hier, 30 Euro im Monat Arbeitslohn, mehr gibt's nicht, weil bei uns, wir haben nur noch dumme Leute und dumme Leute haben keine interessanten Produkte, niemand will von uns was kaufen, wir sind jetzt die Parias, wir sind die Parias der Welt, Unterkaste der Menschheit sozusagen. Und auf dem Weg ist Europa. Europa ist auf dem Weg, auf den Level von Afrika und darunter sich zu bewegen. Deutschland ist am Verdummen. Ja? Und das ist das, was doch dazu kommt. Also wir haben die soziale Marktwirtschaft führt über ihre internen Mechanismen, das kann ich ja zum Schluss noch mal ganz kurz, ich glaube, das ist vielen auch wieder nicht klar. Wie erzeugt denn die soziale Marktwirtschaft die Verdummung? Also erstens, bei den Flüchtlingskindern. Wir haben hier haben wir eine Berufsgruppe, die betreut, ist beruflich tätig in der Betreuung von Migranten. Und die sagt, ja, ich betreue die Migranten gerne, aber ich gucke, dass die so schnell wie möglich gut einen Beruf haben und fleißig arbeiten und so weiter und dass ich dann nicht mehr gebraucht werde. Leute mit einer solchen Philosophie
werden nie groß Karriere machen, denn ihr Bereich der Migrantenbetreuung wird sich nicht ausweiten, da sie nützlich sind im Dienste der Bevölkerung und ihren eigenen Apparat nicht dazu neigen, aufzubauschen. Erfolgreich werden diejenigen, die eine ganz andere Philosophie haben. Ja, Migranten, das ist die Zukunft Europas, das ist unser Glück und wir brauchen so viele davon, es müssen noch viele neue kommen und immer noch mehr kommen und so weiter. Und es spielt keine Rolle, welche Intelligenz die mitbringen und welche berufliche Ausbildung, die können wir ja dann weiterbilden und dann werden die alle Genies. Ja? Also wieder diese Philosophie, also das, die alle hier, egal, kommt nur alle her aus aller Welt und wir machen aus euch dann schon Genies und die bringen uns tollen wirtschaftlichen. Wer solch eine verquere Ideologie hat, ja, wer solch eine verquere Philosophie hat, der wird richtig Karriere machen, denn dadurch wird jetzt der Bereich der Migrantenbetreuung und der Zuwanderung nach Deutschland immer mehr ausgebaut und dann wird man Vorgesetzter, kann man Vorgesetzter neuer Mitarbeiter werden. Das Ganze ist eine Wachstumsbranche und man kann dann viel mehr Karriere machen, viel mehr verdienen, viel mehr aufsteigen, viel mehr ehrenvolle Positionen einnehmen und so weiter und erlebt das dann als Belohnung. Funktioniert unsere soziale Marktwirtschaft, führt immer dazu, dass das, was für die Bevölkerung schädlich ist, aber für die einzelnen Personen sozusagen ein Gewinn ist, das setzt sich durch. Und dadurch kommt es dazu, dass im Durchschnitt dadurch, dass nicht systematisch geguckt wird, wie es jeder gesunde Staat der Erde macht, dass nur hochqualifizierte Personen in das Land reinkommen, Milliardäre, Millionäre, Wissenschaftler, Professoren, Doktoren, Fachkräfte, weit überdurchschnittliche qualifizierte Personen ins Land kommen, weil da weiß jedes vernünftige Land, dann geht es mit unserer Wirtschaft bergauf, ja? Wenn wir diese Leute gewinnen können und attraktiv genug sind als Land für Menschen aus aller Welt mit hoher Qualifikation. Ja? Das weiß jeder, aber die sozusagen in der sozialen Marktwirtschaft gibt es immer wieder Berufsgruppen, die sozusagen daran verdienen, wenn sie selbst eine Ideologie haben, die genau das Gegenteil ist, so nach dem Motto, egal, kommt alle Kinder, alle der Welt kommt zu uns und wir machen aus euch Genies. Also so eine Träumerideologie. Und die führt dann dazu, wie gesagt, dass sich deren Sache ausweitet und immer größer wird und dann ist Europa kaputt. Ne? Ja, also weil in der sozialen Marktwirtschaft setzt sich fast immer das Verhalten, dass der Gemeinschaft schädlich ist und dem Einzelnen nutzt, in dem Fall dem Migrationshelfer nutzt, das setzt sich durch und das bildet dann auch die öffentliche Meinung sozusagen. Ja, ja, also ich denke, ich dürfte alles gesagt haben. Also, die sehen herzlich und süß aus, aber das kann sein, dass das Ende Europas ist. Dieses Kinder einfach so ungeprüft und die Intelligenztests, auf Intelligenztests, die in diesem Alter angewandt werden können, würde ich mich dabei auch nicht verlassen. Also es ist, Kinder gehören in dieses gut ausgestattete Auffanglager, Asyllager, in diesen Asyl, ja, nennen wir es in den Asylpark in der Nähe Syriens, den Deutschland aufbaut und der besser ist als der jeder anderen Nation auf der Erde wegen der besonderen Schuld, der deutschen besonderen Schuld, historischen Schuld, aber eben natürlich nicht so, dass es die ganze Welt dann den Wunsch hat, in Zukunft in diesem neuen Asylpark Deutschlands in der Nähe von Syrien zu verbringen. Denn dann wird er auch aus allen Nähten quellen. Also man darf alles mit Maß. Man muss alles mit Vernunft und Maß machen. Ne?
Ich hoffe, man konnte das verstehen. Also ja, das war jetzt wieder ein großer Rückschritt der GroKo Richtung Zerstörung Europas. Ne? Wollen wir hoffen, dass das nicht einer der weiteren Sargnägel Europas sein wird. Tschüssi.